die krassesten Wasserrutschen überhaupt, Freunde. Wir starten hier mit einer Wasserrutsche in Costa Rica, mitten in einem Dschungel. Der Typ sitzt hier schon drinne mit einem Helm auf, ist gespannt. Er sieht sichtlich nervös aus, denn wird der Damm quasi die Schleuse hochgemacht und das Wasser fließt durch. Und der hat ganz schön Speed. Boah, in den Kurven, das kann echt gefährlich werden. Keine Ahnung, wie gut gesichert da diese Rutschen da sind. Oh mein Gott, diese Achterbahn ist crazy. Die geht 90 Grad einfach schnurstracks runter in die Hölle. Wow, das muss so geisteskrank sein. Vor allem, ich glaube, die waren mit dem Gesicht nach unten. Okay, das ist eine Slip and Slide. Okay, die springen da oben rauf. Oh mein Gott, die ist ein bisschen zu kurz. Zack, und die alle über den Rand fliegen die. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen zu kurz. Hier haben wir ein Riesenrad. Oh mein Gott, mit so einem Teil bin ich auch mal gefahren. Auf so einem Jahrmarkt, Pützchensmarkt. Das war so eine Riesenschleuder. Das war so hoch, wenn man oben war. Ich wurde auch wirklich überredet, dass ich da mitfahren soll. Oh mein Gott, Alter, würdet ihr damit... Wo klemmst du dir das Stativ rein, Kollege Schnürschuh? Aber das Ding ist auf jeden Fall richtig cool. Ich würde gerne mal das Endvideo sehen. Oh mein Gott, in der Luft nimmt er es in die Hand. Wow, ich glaube, das ist irgendwo in Mexiko oder irgendwo in Amerika. Boah, ich hätte gerne das Endergebnis gesehen. Das ist die Wurm-Rollercoaster. Das ist wie so ein Wurm, was so durch so eine Schleuse geht. Das sieht auf jeden Fall übel cool aus. Ich glaube, da wird einem auch echt schwindelig. Oh, rechts haben wir da auch noch so einen richtig krassen Looping, Freunde. Das sieht zu spaßig aus. Der sitzt hier auf so einer Schale und macht hier Fullspeed runter. Was zum Teufel? Wie schnell ist der, wenn man sich da hinlegt, Freunde? Dann ist nicht mehr zu spaßen oder wenn du in die Bande krachst oder so. Wo sind diese ganzen... was? Vor allem, wie viele Zuschauer der hat. Und wie der gelandet ist, alle so bestimmt drumherum. Oh, kennt ihr dieses Raunen? Oh mein Gott. Krass. Ich hoffe, der hat sich nicht verletzt. Oh mein Gott, mit der bin ich gefahren in Las Vegas, Freunde. Auf dem Instagram ist ein Highlight mit Las Vegas. Da müsste das drinne sein, Freunde. Ich bin das Teil in Las Vegas gefahren. Also es wirkt wirklich so, als würde man über den Grund einfach fahren. Also das ist wirklich, da bleibt einem das Herz stehen. Aber noch viel schlimmer ist da hinten so eine Krake. Da gehst du denn hier hinten so einmal rum. Wo zeige ich euch das auf dem Bildschirm? Da geht man da so hinten rum und dann ist da so ein Arm, der über das Hochhaus ragt und sich dann dreht. Also das ist crazy verrückt. Okay, was haben wir hier? Hydraulik. Okay, er sitzt jetzt in diesem SeaWorld-Achterbahn ist das. Oh mein Gott. Alter. Und Rechtskurve. Ich glaube, die ist verdammt schnell. Wer hat das designt? Also im Phantasialand gibt es ja schon diese, die so straight ist. Und da hat sich noch jemand überlegt, okay, wir brauchen da noch drei mehr Hydraulik-Sachen ein. Und dreht sich es in alle Richtungen. Oh mein Gott, in so einem Wasserpark war ich noch nie. Aber das sieht so cool aus, Freunde. Aber immer da hoch zu klettern ist halt so nervig für eine Sekunde Spaß. Oh mein Gott, das ist so cool. Wir haben auch so einen riesen Eisberg. Der war schon 3-4 Meter hoch in so einem Badesee in München. Oh mein Gott, wie hoch ist das? Wie gruselig. Ich hoffe, der TÜV hat da gute Arbeit gemacht, Freunde. Stellt euch mal vor, da sind nur zwei Schrauben locker. Ich finde es immer krass, dass man so viel Vertrauen in diese Achterbahn steckt. Oh mein Gott, das Ding kenne ich. Das Ding kenne ich, Freunde. Das bin ich früher auch gefahren. Und dann springst du gleich einfach so ins Wasser. Whee! Ja, genau. Das bin ich früher in der Tolkschau gefahren. Kennt irgendjemand hier die Tolkschau? Die ist in Schleswig-Holstein, Freunde. Das wäre übel krass, wenn die jemand kennt. Das ist ein ganz kleiner Familienfreizeitpark. Okay, das ist kein Park, sondern es ist Parkour. Das war gerade ein Dach. Genauso. Auf einem nuklearen Reaktor? Das ist ein alter, verlassener Reaktor. Da klettern die da rum. Oder hier haben wir so eine Rolltreppe oder hier auch so ein verlassener Turm oder was das ist. Okay, hier eine 8 von 10 im Schnee. Okay. Ah, den Dude hatten wir ja auch gerade. Was? Das ist eine Motorradachterbahn. Was? Du sitzt da drauf wie auf einem Motorrad. Aber wie bist du denn da angeschnallt? Wie will man denn sicher gehen, dass da keiner runterfliegt, frage ich mich. Du musst dich wahrscheinlich einfach nur sehr gut festhalten. Okay, was haben wir hier? Oh, was? In einem Wasserpark, der sieht krass aus. Oh mein Gott, diese Welle. Oh! Das Wasser ist mir voll ins Gesicht gefetzt. Ja, da musst du auf jeden Fall Abstand halten. Oh mein Gott, hier einfach Freefall Tower.
Den gab es auch da oben in Las Vegas, was ich meinte. Da war so ein kleiner Freefall Tower. Man war schon auf einem Hochhaus drauf und dennoch so ein Freefall Tower. Man war so hoch und da war einfach niemand. Wir waren da ganz alleine, mein Kollege und ich. Okay, hier haben wir eine Wasserrutsche. Das grüne Licht ist an. Let's go. Rein mit dir. Sie rutscht runter. Und er rutscht hinterher. Okay, die sieht cool aus. Oh, ich war lange nicht mehr in einer Wasserrutsche. Das wird echt mal wieder Zeit, dass ich in den Wasserpark gehe. Das Ding ist nur, da sind so viele Zuschauer, wenn ich im Wasserpark bin. Aber das macht immer Spaß, die alle da zu treffen. Aber da sind echt immer viele Zuschauer. Ich war letztens einmal im... Oh, wie hieß das? Aquatica oder so hieß das. Das war cool. Naja, auf jeden Fall hier haben wir den Zipper, Leute. Da haben wir oben... Oh mein Gott, wie süß ist denn der Doggo? Und vor allem, wie er immer unten abspringt. Der rutscht nicht nur runter, sondern... Okay, der goldene Retriever, glaube ich, mochte das nicht so gerne. Schickt ihn da bitte nicht noch einmal hoch. Der mochte das, glaube ich, nicht so gerne. Okay, hier haben wir einen Surfer, der hier auf so einem Wasserboard sitzt. Oh mein Gott, das war skillhaft. Der hat einfach in der Luft... Okay, das war absichtlich. Aber wie er gerade einfach den Sitzplatz gewechselt hat, das war crazy. Hier haben wir die Connector-Achterbahn, die verbindet sich einfach während der Fahrt mit neuen Schienen. Und jetzt geht's dort schnurstracks runter in einer geisteskranken Geschwindigkeit. Aber das finde ich auch cool, ja. Okay, hier haben wir eine rotierende Wasserrutsche. Wie soll das funktionieren? Vor allem, wer hat das designt? Man muss ja voll viel nachdenken, dass man gerade, dass das passt. Oh, dann rutscht man so runter und so, dass man da sich nicht irgendwie gefährlich hinlegt. Wer hat das? Was? Jo, eine Scooterbahn. Oder es ist, glaube ich, eine alte Wasserrutsche und der geht jetzt einmal mit dem Scooter runter. Das Gefährliche ist nur, man kann da nicht abbremsen. Wie will er denn abbremsen? Oh mein Gott. Hier haben wir ein Wellenbad. Oh mein Gott, alle mit den Orcas. Hier sehen wir eine Ich-Perspektive. Okay, ja, ich weiß nicht, ob sie diesen Tag glimpflich überstanden haben. Aber sieht cool aus, auf jeden Fall, ja. Okay. Hä, was? Oh, der Lifeguard hat sich abgepackt. Nein, der ist mit in der Rutsche. Nein, der rutscht mit runter. Er wollte dir noch so einen Kick geben. Ist von der Stange abgerutscht. Ich hoffe, der hat sich nicht verletzt. Oh mein Gott. Oh, vorwärts, rückwärts. Wo ist die? Die muss sich rutschen. Wo ist diese Achterbahn? Hä? Was? Du weißt doch gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das Ding ist crazy. Okay, was haben wir hier? Wir so eine Submarine. So ein U-Boot, Leute. Geht hier so runter unter Wasser. Oh, hier haben wir, ich weiß nicht, wie der heißt, aber mit Lego-Männchen, mit echten Fischen sogar. Oh mein Gott, dieses fette Teil da gerade rechts sah so krass aus, Freunde. Ich hoffe, den Fischen geht es da nur gut, Freunde. Ich bin ja immer sehr kritisch, was sowas angeht. Oh, die Ferrari-Achterbahn in Abu Dhabi. Die ist, glaube ich, in Abu Dhabi. Die ist so crazy. Ich glaube, dass sie es da ist, aber das sieht ziemlich bewölkt aus. Vielleicht ist die auch woanders, vielleicht ist die auch irgendwo in Amerika, ich weiß es nicht. Was? Der klettert da einfach oben dran. Hä? Wie krass ist das denn? Der hängt da einfach und lässt dich fallen. Wahnsinn. Freunde, machen ganz kurz die Grüße, dann geht sofort weiter. Grüße gehen raus an Carlos, an Pabere und an Ben Luca. Wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst, folgt mir auf Instagram. Link ist in der Beschreibung und schreib mir eine Nachricht. Weiter geht's. Was haben wir hier? Oh, eine selbstgebaute Rutsche im... Wie lang ist die? Ich habe gerade gedacht, nur die gelbe, das wäre ja langweilig. Dann geht's komplett mit einer Plane und dann da hinten ist ein Fluss. Oder ein kleiner See. Wie schön muss das sein, wenn du so ein Haus hast und dann fließt da so in deinem Hinterhof so ein kleiner Fluss durch. Oh mein Gott. Das sind so... Ey, das ist so ein Dings und dann kannst du mit den Flügeln selber entscheiden, wenn du nach links und rechts gehst. Und wenn du das richtig mit Dynamik machst, kannst du... Der überschlägt sich die ganze Zeit dauerhaft. Der dahinter auch. Die können das auf jeden Fall. Okay, was ist das? Oh mein Gott. Hä, ist der da mit Schuhen? Hä, mit Schuhen und Klamotten? Da war kein Wasser mehr dran. Drin. Ach doch, da ist noch Wasser. Hä, aber warum war sie denn mit Klamotten? Ich glaube, sie ist nass, ja. Vielleicht hat sie da auch gearbeitet und wollte nur was reparieren. Oh, die sliden jetzt über das Ding. Na, schafft er es bis zum Ende? Okay, das würde ich gerne mal probieren. Ich weiß nur nicht, wo diese ganzen Achterbahnen sind. Ich würde gerne wissen, wo die alle sind, Leute. Oh, hier haben wir einen kleinen Hamster. Oh nein, die haben dem Hamster einen kleinen Wasserpark gebaut.
Wir haben den Wasserpark gebaut. Wie crazy ist das denn? Hier sind die Treppe. Der klettert da hoch, als gäbe es keinen Morgen. Kleine Surfbretter aufgebaut. Kleine Schirmchen. Das ist ja crazy. Okay. Oh mein Gott, die schafft es nicht. Nein, sie schafft es nicht. Sie muss zurück. Mitten auf dem Kreuzfahrtschiff. So eine Rutsche. Wie haben die das denn designt? Man muss das doch so designen, dass da fast jeder durchkommt. Die schafft es nicht und rutscht einfach runter. Da würde ich totale Panik bekommen. Wie kommt sie denn da raus? Okay. Hier haben wir einen Ring. Und mit einer durchsichtigen Dings. Ah, das ist auch, glaube ich, auf einem Kreuzfahrtschiff. Ey, das sind krasse Wasserrutschen auf Kreuzfahrtschiffen. Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Kreuzfahrtschiff. Achtung, die geht da nicht weiter. Die geht da nicht weiter. Okay, crazy, die hört auch auf. Ein Glück. Die geht da ja einfach nicht weiter. Ja, okay. Das wäre sehr gefährlich gewesen, wenn die da weitergeht. Okay. Lol, man kann sich das Design auswählen. Ich glaube, die Person hat hier Space ausgewählt, Leute. Jetzt wird das da alles so Space-mäßig gemacht. Jetzt. Oh mein Gott, jetzt wird das da alles so richtig geil beleuchtet. Also du kannst das eigene Design, ich glaube, das wird in den anderen Farben und anderen Designs ausgeleuchtet, die Rutsche. Aber weiß ich nicht ganz sicher, also ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, wie krass. Oh nein, da hat sich jemand übergeben. Oh hell no. Oh nein, und vor allem sind die dann ja runter und es landet wieder auf den selber. Oh nein, geht niemals in eine Achterbahn, wenn euch übel ist. Okay, der Typ, sein Ring ist einfach im Dings, ja, von den beiden. Hä? Die stehen alle einfach alle auf, ja. Okay, ich nehme euch mit. Oder ist das... Nee, das ist der Mitarbeiter da. Der kam da schnell runter und hat den Neues gegeben. So, Jungs, ich helfe euch schnell. Oh mein Gott, das ist eine selbstgemachte Wasserrutsche, glaube ich, mit Stein befestigt an der Seite. Im Hinterhof. Wie viel Arbeit ist das? Das ist ja eine komplette Lebensaufgabe. Oh mein Gott, wie cool ist die Achterbahn denn? Man fährt in Autos... Wow, wie geil ist die denn? Mitten in der Wüste, so mit Gestein. Das gibt mir totale Cars-Vibes. Krass, in Kalifornien irgendwo, in der Wüste. Hä? Warte mal. Warte, die ist falsch. Hä? Ich bin verwirrt. Ach, die sind falsch rum. Okay. Hey, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe gedacht, das wäre eine Achterbahn, die mitten im Himmel ist. Wie cool war das denn? Oh nein. Oh, diese Falltürrutschen. Bin ich auch schon ein paar Mal gerutscht. Sogar in 2, 3 Parks war ich schon, wo ich die auch gerutscht bin. Also, Hä? Oh mein Gott, der ist im Looping hängen geblieben und rutscht wieder zurück. Ich glaube, weil er einen Neoprenanzug hat. Oh mein Gott, ich würde Panik bekommen. Neue Angst freigeschaltet. Ich glaube, weil der Neopren, der Widerstand ist denn so hoch in der Rutsche, dass der durch den Neoprenanzug halt nicht genug Tempo hat. Ja? Deswegen, man ist ja super schnell, wenn man Nacke da hinten macht. Und, ja, wenn man halt umso mehr Widerstand man hat, desto langsamer ist man natürlich in der Wasserrutsche. Okay, was haben wir hier? Jetzt geht's mit diesem Riesenring in die Rutsche. Ein Big... Hä? Was ist das denn? Die gehen da hoch und werden dann fallen gelassen mit den Seilen? Oh, und dann geht das so los? Das ist jetzt so ein Kettenkarussell? Würdet ihr damit fahren? Hell no, Freunde. Als nächstes haben wir diese Hai-Achterbahn, die dir Albträume geben wird, Freunde. Wir sehen hier Haie neben der Bahn, die abtauchen. Plötzlich kommen Haie auch aus dem Wasser hoch. Machen riesige Wellen. Die Leute schreien hier. Würdet ihr damit fahren? Okay, das sieht wirklich sehr gruselig aus. Das war's mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Mein Name ist Almago. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Mar-Gang seid. Vielen Dank fürs Anschauen. Hier abonnieren, hier mein Instagram. Hier sind 2 andere coole Videos. Bis morgen zu einem neuen Video. Ciao, ciao.